Hallo zu meinem nächsten Video, wo es um das Thema ein Welpe zieht ein geht. Vorab mal gleich ein paar wichtige Fragen, was mir immer gestellt werden. Sollen wir das Haus welpensicher machen? Das heißt Teppiche, Kabel wegräumen, also würde ich nicht empfehlen. Warum? Weil der Welpe muss sich meinen Gegebenheiten anpassen. Oder der Welpe muss sich nach mir richten. Beißt er mal in ein Kabel rein, dann wirke ich da schon mit der Erziehung entgegen. Ist einfach wichtig, dass er das einfach von ersten Tag weg lernt. Dann ist auch immer, kommt die Frage, wo sollen wir das Hundebett aufstellen? Also ich würde einfach mal einen halben Tag abwarten und dass der Welpe sich vielleicht eh seinen Platz selber sucht, weil selber weiß man oft gar nicht, was wäre eigentlich der ideale Platz. Der ideale Platz ist immer oftmals in einer Ecke, wo er einfach weiß, von hinten ist die Mauer, da kommt niemand und mit dem Blick Richtung Tür, wenn da jemand reinkommt, dass er das sofort sieht. Das wäre eigentlich also Platz, wo man das Hundebett aufstellen kann. Was er natürlich auch die ersten Tage lernen muss, ist sein Namen. Das funktioniert aber eigentlich sehr schnell immer. Wichtig ist einfach, die ersten 5 Tage soll niemand kommen. Er muss jetzt euch mal kennenlernen, also sein Rudel. Das heißt, es sollen keine Nachbarn, keine Verwandten, keine Bekannten, keine Familienmitglieder kommen. Nur die, wo im Haus sind, die können da sein. Ist auch ganz wichtig, dass er da Vertrauen aufbauen kann zu seinem neuen Rudel. Und ich würde auch empfehlen, zum Beispiel, wenn er jetzt das erste Mal ins Haus kommt, Abholung haben wir ja das besprochen, ihr seid mit dem Hund noch 10 Minuten im Garten, dass er den ein bisschen kennenlernen kann, dass er sich lösen kann und dann geht man anschließend ins Haus. Und am besten, man macht dann einen Kreis, setzt sich runter und man lässt den Welpen zu sich kommen. Nicht auf den Welpen hinlaufen, die Kinder sollen da nicht herumlaufen, sondern der Welpe soll kommen, es soll alles ein bisschen ruhig ablaufen, die ersten paar Tage. Ihr werdet sehen, wenn später mal, sage ich mal, 10, 15 Tage die Kinder anfangen zu laufen, der Hund läuft dann natürlich mit, der beißt sie, der zwickt sie vielleicht in die Füße, ist ganz normal. Er will da mitspielen, also das hat jetzt nicht mit Bösartigkeit oder mit Aggression zu tun, das ist einfach so. Darum soll da einfach überhaupt die ersten Tage alles ganz ruhig ablaufen. Später würde ich empfehlen, einfach wöchentlich, ungefähr nach 8 bis 10 Tage oder am 5. und 6. Tag, wie ich schon in einem anderen Video gesagt habe, fahre ich zum Beispiel zum Zoofachgeschäft und lasse da das Halsband anpassen, kaufe alleine. Dann 2-3 Mal in der Woche soll ich wirklich wohin fahren mit Welpen. Das heißt, was unternehmen, in der Fußgängerzone rein. Einfach nur wegfahren zum Spazieren gehen, also in die Stadt mitnehmen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Oder zum Tierarztbesuch ist auch immer ganz wichtig, dass man bevor dass er die zweite Impfung bekommt beim Tierarzt, fahre ich vielleicht schon 15 Tage vorher hin und lasst den Welpen mal anschauen, kommt auf den berühmten Tisch drauf. Und das heißt, es passiert da nichts und dann hat er einfach eine gute Erfahrung gemacht und geht dann nächstes Mal wieder gern zum Tierarzt auch. Das nächste Video geht dann um die Stubenreinigkeit. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei und freue mich drauf. Danke, tschüss.